Um das Quadrat dieser Summe zu berechnen, wenden wir diese binomische Formel an, die besagt, eine erste Zahl plus eine zweite Zahl im Quadrat, das ist das Quadrat dieser ersten Zahl plus zweimal die erste Zahl mal die zweite Zahl plus das Quadrat von der zweiten Zahl. In unserem Fall ist die erste Zahl 3a und die zweite Zahl b. In Anwendung dieser Formel ergibt das also die erste Zahl im Quadrat plus zweimal die erste Zahl mal die zweite Zahl plus diese zweite Zahl im Quadrat. Hier rechnen wir das Quadrat von einem Produkt, also wenden wir diese Formel an, die besagt, das Quadrat von einem Produkt, das ist das Produkt der einzelnen Quadrate. Also haben wir 3 im Quadrat mal a im Quadrat, das heißt 9a Quadrat. Hier im zweiten Term erhalten wir 2 mal 3 macht 6a mal b, das ist ab, und dann noch b Quadrat hintendran. Und diese Übung ist schon beendet.